So, wir schauen uns heute an, wie wir aus 41.000 Euro insgesamt 345.100 Euro machen können und das in wie vielen Jahren? Das insgesamt in 2,5 Jahren. So, ja, unglaublich und du wirst sehen am Ende dieses Videos, dass diese Strategie grundsätzlich, dass du eine Mega-Rendite machen kannst durch die Hebelung des Goldpreises, dass die auch für kleine Mengen, also eine Unze Gold, funktionieren würde oder auch für 1.000 Unzen Gold. Ja? Also das ist eine Strategie, die grundsätzlich, egal mit welcher Menge du das machst, funktioniert. Diese Strategie ist sehr mächtig und wirst sehen, dass hier ein Annahmefehler drin ist, beziehungsweise eine sehr, sehr konservative Annahme, was bedeutet, dass diese Zahl eigentlich viel höher sein könnte. Das heißt, wir können innerhalb von 2,5 Jahren, ja, also aus diesen 140.000 Euro, nicht nur 345 machen, das ist eine sehr konservative Annahme, sondern wahrscheinlich realistisch 460, 700 Euro. So, wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen ins Jahr 2020. Im Jahr 2020 starten wir jetzt einfach mal mit einer Unze Gold. Diese kostet 1.400 Euro. So, ihr merkt schon, das ist ungefähr, ja, um was es hier geht. Das heißt, wir haben hier im Grunde das Hundertfache hier jetzt einfach genommen. Das heißt, diese Strategie funktioniert fürs kleine Budget, aber auch fürs große Budget. Wir rechnen mit kleinem Budget, weil es hier einfach übersichtlicher ist. So, es gibt eine Gold-Silber-Ratio, die besagt, wie das Tauschverhältnis von Gold zu Silber ist. So, mehr müssen wir jetzt noch gar nicht wissen. So, im Jahr 2020 im März gab es eine Gold-Silber-Ratio von 112,9. Auch diese Zahl könnte man viel höher wählen, aber ich nehme jetzt einfach mal eine verhältnismäßig niedrige Zahl. Das heißt, was wir machen können im März, ja, dieser Wert hier oben ist Anfang des Jahres, dann haben wir den März, ist, dass wir diese eine Unze Gold in 112,9 Unzen Silber tauschen. Was wir jetzt quasi gemacht haben, ist ein Tauschprozess von Gold zu Silber. Wir besitzen also im März 2020 112,9 Unzen Silber. Es wird der ein oder andere fragen, geht es denn mit physischer Ware? Ja, das geht. Die gesamten Kosten beim guten Händler sind für einen Tauschprozess bei 2 bis 4%. Wir reden hier von physischer Ware, keine Zertifikate oder sonstigen Quatsch. Echter Ware. So, wir gehen hier weiter ins Jahr 2021. So, im Jahr 2021 war die Gold-Silber-Ratio bei 65. So. Das heißt, wir tauschen unser Gold wieder, also unser Silber, das wir jetzt aktuell haben, seit dem Jahr 2020. Im Jahr 2021 wieder, weil die Gold-Silber-Ratio gefallen ist. Also hier schon mal eine kleine Anwenderregel. Wenn die Gold-Silber-Ratio fällt, gehen wir in Gold. Wenn sie steigt, gehen wir in Silber. Wir tauschen es um, was dazu führt, dass wir dann 1,73 Unzen Gold haben. Dementsprechend haben wir im Jahr 2021 nach diesem Tausch kein Silber mehr, sondern nur noch Gold. Auch dieser Tausch kostet maximal 2% bis 4% mit physischer Ware. Jetzt kommt vielleicht noch der Einwand, ja, aber bei Silber ist ja zum Beispiel Umsatzsteuer drauf. Bei Silber hast du keine Umsatzsteuer, wenn du zum Beispiel die Ware im Zollverlager hältst. Ja, wir warten dann und gehen ins Jahr 2022. 2022 ist die Gold-Silber-Ratio bei 94. So,
94 bedeutet, die Gold-Silber-Ratio ist wieder gestiegen, darum gehen wir in Silber. Also nochmal, steigt die Gold-Silber-Ratio, gehen wir in Silber, fällt sie, gehen wir in Gold. Was wir jetzt machen ist, wir nehmen diese 1,73 Unzen, tauschen sie mit einem Tauschverhältnis von 94 zu 162,26 Unzen Silber. Vielleicht fällt dir jetzt schon was auf. Durch den Tauschprozess ist sowohl die eine Unze hier schon mehr geworden in 1,73 Unzen, als auch das Silber hier auch mehr. So, ich wechsle jetzt das Blatt. Wir übertragen jetzt ganz einfach die 162,26 Unzen Silber. So, das ist unser aktueller Bestand. Also, was du hier siehst, ist doch den ganz normalen Tauschprozess. Und das ist eine Strategie, die wir nicht erfunden haben. Die Strategie ist wirklich ja, Generationen alt. Die gibt es im Grunde seit der Zeit der Pharaonen. Und durch das, dass wir unsere physische Ware zum Beispiel im Zollverlag halten können und diese Tauschgebühren maximal bei 2 bis 4% liegen, ist das Ganze auch lukrativ. Das heißt, wenn du die Ware verkaufen müsstest, dein Silber verkaufen müsstest, um Gold zu bekommen, dann funktioniert diese Strategie natürlich nicht. Ja, ein weiterer Einwand ist natürlich, wer sagt, dass diese Strategie funktioniert? Wir wissen es aus der Vergangenheit, dass die Gold-Silber-Ratio sich immer in einem gewissen Korridor befindet. Dadurch, dass die Gold-Silber-Ratio eine Gold geteilt durch Silber eine Verhältniszahl ist, kann sie auch nur in einem gewissen Korridor sich bewegen. Eine Währung kann verglichen mit einer anderen Währung entweder ins Unendliche gehen oder der Wechselkurs kann auf Null gehen, weil jede beider Währungen irgendwann bei Null enden kann. Das kann bei physischer Ware nicht passieren. Das heißt, wir haben bei physischer Ware historisch einen Korridor, in dem wir voraussagen können, wann Silber unterbewertet ist und wann Gold unterbewertet. So, jetzt gehen wir aber noch dahin, wo es wirklich interessant wird, nämlich nochmal zu unserem 162,62 Unzen Silber. So, das ist unser letzter Stand. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ich nehme jetzt aktuell mal einen Goldpreis, Stand heute, Mitte November 2022 von 1700 Euro. Und wir gehen einfach davon aus, dass der Goldpreis auf jeden Fall in den nächsten Monaten stabil bleibt. Und was passiert jetzt? Die Frage ist, wann ist eine Gold-Silber-Ratio denn hoch, wann ist sie niedrig? Eine Gold-Silber-Ratio, ja, erinnere dich, das letzte Mal, als wir getauscht haben hier, war bei 94. Eine Gold-Silber-Ratio, die ausgeglichen ist, also zwischen Gold und Silber, ist irgendwo unter 80 auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal nur von 80 aus. 80 ist eigentlich noch ein Wert, in dem man theoretisch in Silber bleibt. Aber wir wechseln jetzt zu diesem Tauschverhältnis in Gold wieder zurück. Dann würde das bedeuten, dass wir 2,03 Unzen Gold hätten. Ja, das ist jetzt eine hypothetische Annahme. 2,03 Unzen Gold heißt, dass wir eine Verdopplung der Ware innerhalb von 2 Jahren haben. Und das mit physischer Ware. Keine Zertifikate, keine ETFs oder sonstigen Zeug. Wir können auch von einem Wert ausgehen, der realistischer ist als diese 80, nämlich 60. Die Gold-Silber-Ratio befindet sich in der Regel zwischen 40 und 80. Das heißt, 60 ist die goldene Mitte. Dementsprechend hätten wir hier 2,71 Unzen Gold. Das heißt, das ist der realistischere Wert, den wir in den nächsten Monaten erreichen werden. Es bedeutet 2,03, das ist die konservative Schätzung, mal 1700 ist gleich 3451 Euro. Da siehst du auch, wie wir hier oben auf das kommen. Denn theoretisch hätten wir die ganze Strategie auch mit Faktor 1000 machen können oder Faktor 100. Ja? Diese Strategie ist vollkommen unabhängig von der Anlagesumme. Sie funktioniert immer. So, und ich habe dir versprochen, es geht sogar noch besser. Nämlich, wenn wir das hier nehmen, ja, diese
2,7 und das mal 1.700 Euro nehmen. So, dann kommen wir raus bei 4.607 Euro. Ja. Und das ist eine extrem mächtige Strategie. Diese Strategie ist keine Theorie, sondern diese Strategie setzen wir persönlich um. Diese Strategie setzen unsere Kunden um. Und diese Strategie ergänzt das Edelmetall um die Sicherheit. Nämlich, wir haben Sicherheit bei Edelmetallen, weil es der sicherste Wert der Menschheitsgeschichte ist. Und hier bringen wir noch zusätzlich die Rendite mit rein. Und das macht diese Strategie und das Edelmetall, das Gold und das Silber, unschlagbar gegenüber den Aktienmärkten, die extrem volatil sind, macht es unschlagbar gegenüber den Immobilien, die total überbewertet sind, und natürlich macht diese Strategie das Gold und Silber absolut unschlagbar gegenüber jeder Papierwährung, die nichts anderes macht im Laufe der Zeit, wie ihren Wert verlieren. Wenn du wissen willst, wie diese Strategie auch für dich funktioniert, melde dich zum kostenlosen Beratungsgespräch. Wir helfen dir, diese Strategie innerhalb von wenigen Tagen zu implementieren, egal ob du eine Unze Gold kaufst oder vielleicht 10, 100 oder 1000. Diese Strategie funktioniert unabhängig von deinem Anlagevolumen. Ja, wenn du Fragen dazu hast, melde dich oder schreib einen Kommentar in die Kommentarfelder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.